Genau. Vollgas mit Grip durch die Nacht. Matthias Malmedy und Cindy Alemann legen dabei komplette Straßen lahm. Und haben einen Tunnel ganz für sich allein. Das ist Wahnsinn. Sowas geht nur in der Nacht, ne? Ja, das ist genial. 2 Stunden zuvor. München Ost. Der Candy Shop von Karl Geiger. Hier stehen über 150 US-Cars auf 3 Etagen. Der Chef macht Feierabend. Noch alles gut verriegeln, damit keiner reinkommt. Was Karl Geiger nicht weiß, 2 sind noch drin. Nachts im Autohaus. Matthias hat die Wahl. Aus 75.000 PS. Ich meine, da steht ein Ford GT, ne? Hier, die Farbe, das ist es. Was ist das denn für eine Farbe? Ein Stockwerk tiefer traut sich Cindy aus ihrem Versteck. Sie sucht ebenfalls nach dem krassesten Knallbonbon. Die Grip-Testfahrerin will was ganz Neues. Nur, welcher Schlüssel passt zu welchem Hobel? Trick 17. Einmal kurz drücken und unter einer Plane gibt ein brandneues US-Gerät laut. Oh, mit neuem Licht? Aber das Auto ist eigentlich gar nicht auf dem Markt. Okay, cool. Wir hier drin dürfen uns die größten Raketen aussuchen, die es hier gibt. Also ich meine, das ist wie, wenn man kleine Kinder in einen Spielzeugladen einschließt. Ich wollte sagen, ein Shoppingcenter. So, ha, weißt du, ja, du wieder mit Klamotten, ne? Klamotten. Ja, ist klar. Schön. Cindy schlüpft in einen US-Maßanzug, den es hierzulande offiziell noch gar nicht gibt. Der neue Chevy Camaro rollt erst in ein paar Wochen an den Start. Aus 6,2 Litern Hubraum drückt sein V8 satte 449 PS. Klar, dass Matthias da nachlegen muss. Also die besten Schlüssel, die gibt's natürlich nur beim Chef im Büro. Was Matthias da wohl rausfischt? Matthias schnappt sich einen Heißblüter mit dem Biss einer Kobra. Das brandneue Sportcoupé von Ford. Der Mustang GT350. 533 Pferdchen für 85.000 Euro. Einen Shelby mitzunehmen gehört bei freier Auswahl einfach dazu. Jackpot. Er ist nagelneu und er ist der Oldtime-Classic, wenn du an amerikanische Autos denkst. Besser geht es gar nicht. Der nachgeschärfte Mustang ist ganz nach Matthias Geschmack. Cindy ist mit ihrem Camaro dagegen beinahe bescheiden. Nur 47.000 Euro kostet der Chevy. Das heißt aber noch gar nichts. So, Cindy, was glaubst du? Hast du jetzt die beste Kiste rausgezogen oder ich? Ja, klar, aber ich die beste Kiste. Fast 1.000 PS pflügen hier lässig durch die Nacht. Nirgendwo lässt sich die Power besser auskosten als im Schutz der Dunkelheit. Das ist den beiden klar. So, Freunde der Nacht. Diesmal dürfen wir es wirklich sagen. Es geht alles besser, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Also A, sind viel weniger Autos unterwegs. B, haben sie alle Licht. Also kannst sie viel früher sehen. Du siehst sie schon, wenn sie 3 Kilometer noch entfernt sind. Cindy ist aber nicht weit weg, sondern macht sich im Rückspiegel breit. Einen ganzen Liter Hubraum hat ihr Camaro mehr. Für die Schweizerin ist es Liebe auf den ersten Tritt. Und die schiebt und die schiebt und die schiebt das Auto. Die ist klasse. Also mit so einem Auto, ich kann nur gewinnen, oder? Das Auto ist unglaublich, wie soll ich das sagen? Schon kapiert, Cindy. Volle Tanks, leere Straßen und Hubraum satt. Sowas macht eben sprachlos. Doch wer hat beim großen Autohaus-Klau heute Nacht die fettere Beute gemacht? Alter. So, Cindy. Und jetzt blase ich dich weg. Mit meinem Auspuff. Sowas geht nur nachts. Ein Soundcheck im Tunnel. Dafür hat die Feuerwehr extra die Straße dicht gemacht. Totalsperrung für den Grip-Tunnel-Test. Welcher Achtender performt hier krasser? Ford oder Chevy? Vorbei an den Firefightern geht es in die dicke Röhre. Ein einziges großes Megafon. Alles klaro? Dürfen wir durch? Ist frei. Läuft. Danke.
So möchte ich das immer haben. Am liebsten auch mit der Polizei. Einwandfrei. Weiter geht's, Boom. Und zwar in den Olympiatunnel bei Garmisch-Partenkirchen. Zwei hintereinander liegende Röhren, Baujahr 1936, Länge rund 300 Meter. Das ideale Terrain für den Soundcheck. Und der wahrscheinlich größte Klangkörper diesseits der Milchstraße. Ein Bauwerk, das die serienmäßigen Auspuffanlagen so richtig zur Geltung bringt. Ist das nicht der Oberhammer, Cindy? Hör dir mal an, wie das hallt. Tschibum. Es macht fast schon ein bisschen Angst. Ja, das ist Wahnsinn. Sowas geht nur in der Nacht, ne? Ja, in eine gesperrte Strecke nur für uns. Das ist genial. Das wird Wahnsinn. Cindy, weißt du, wie laut das wird gleich? Wie laut ich werde? Ja, mit meinem Auto. Nee, mit dem vor allen Dingen. Ja, dann zeigt er es doch. Nee, Ladies first. Nein, du beginnst schon. Ich messe erst mal. Okay, fang ich an. Kein Bitte. Problem. Jetzt wird hier erstmal der Auspuff laut gemacht. Okay, das war der erste Gang. Das war schon relativ laut. Also, schalte ein, auf Max. Okay, das funktioniert. 73,2. Es kann losgehen. Los, Cindy. Und jetzt bist du dran. Ich kann nämlich lauter als du. Okay, Matthias, also ich schalte den Gerät. Oh mein Gott, und du kannst los. Okay, jetzt pass auf. Das wird aber richtig laut, ich denke. Eieiei. Lauter geht die Büchse, glaube ich, nicht. Ich denke, ich kann mehr. Und war es laut? Brutal, du warst ein richtiges Tier. Ja. Und wie viel? 109,2. Was? Ja, 109,2. Weißt du, wie laut das ist? Lauter als ein Presslufthammer. Die knapp 110 Dezibel entsprechen einer Kettensäge aus einem Meter Entfernung. Ob Cindy das mit dem Camaro toppen kann? Wenn ich einfach in zweite Gang gehe, wie jetzt, und einfach beschleunige und bringe die Drehzahl bis 6500, wirklich fast an der Begrenzung, wird das Auto noch lauter. Und ich denke, so werde ich auch diesen Kampf gewinnen. Der Hubraumvorteil liegt jedenfalls beim Camaro. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die Kollegin drauf hat. Ja, Matthias, ich bin soweit. Ja, dann von mir aus kann's losgehen. Aber nicht laut genug. 106,7 Dezibel. Das ist unfassbar laut. Also, der lacht. Hast du gesehen, wie die mich angeguckt hat? Der freut sich schon. Wie sie versucht zu lesen, was auf diesem Teil draufsteht. Also, fangen wir jetzt. Es war unfassbar laut, Cindy. Ich hatte sofort den Reflex, mir die Ohren zuzuhalten. Ja. Nein, wenn du schon so sagst. Es sind leider nur 106,7. Oh no, wirklich, jetzt. 3 Dezibel weniger. Weißt du, wie laut 3 Dezibel sind? Nein, das ist mir so schwierig. Nein! Also schnell zurück ins Autohaus, um nachzuladen. Cindy braucht mindestens 550 PS und maximale Performance. Im Showroom steht nicht das, was sie sucht. Bleibt noch die Werkstatt. Um den Shelby zu schlagen, musste ich mich jetzt wirklich ein super sportliches Auto holen. Corvette Z06. So heißt dieses Projektil für 126.500 Euro. Cindy ist sicher, mit fast 660 PS aus einem Kompressor V8 ist das der heißeste Schlegel, der im Autohaus zu finden ist. Cindy setzt also wieder auf einen Chevy, diesmal mit der Wucht einer Abrissbirne. Matthias, der noch bei der Feuerwehr wartet, ahnt noch nicht, was Frau Allemann aus dem Köcher zieht. Die Straßen sind leer und Cindy genießt ihren Trip durch die Nacht. Ob Matthias angesichts der fetten Wette gleich große Augen macht?
Ach du Schande, ich flipp aus. Jetzt hat sie ein heißes Eisen geholt. Was ist los mit den Grinsen, ne? Plötzlich. Jetzt ist ein wenig eingefroren. Ja, sehe ich das. Du hast was Großes Böses besorgt. Das ist das. Das ist es. Also 0 auf 100 ist ja ganz klar, das werden wir nicht hinkriegen. Damit habe ich keine Chance. Ich schlage dir vor, wir machen von 100 auf 200. Wirklich? Hm? Willst du das probieren? Okay. Mein Baby ist bereit. Ja. Ich werde dich gewinnen. Ich mache dich platte. Aber damit das alles fair und ordentlich abläuft, ne, habe ich einen Schiedsrichter. Clement, staatlich geprüft. Oh, der fährt weg, Feuerwehrmann. Clement, servus. Du passt auf, gell? Hallo, Clement. Servus. Ja, passt auf, dass wir keinen Scheiß machen, dass keiner von uns beiden irgendwie sich einen Vorteil verschafft. Ja, ne? Wie man dich kennt, ja. Matthias. Schön. Ja, genau. Leere Pisten, das gibt es nur zu dieser Stunde. Um 4 Uhr morgens machen selbst die Lkw-Fahrer Pause. Himmlische Zustände für unsere beiden fiesen Vollgastiere. Matthias startet den zweiten Gang bei 100 Sachen durch. Okay, bist du bereit? Ja. Jawohl, 9,5. Von 100 auf 200. Mehr geht nicht mit dem Mustang. Aber reicht das für Cindys Corvette? Und, Angeber? Welche Zeit? 9,5. Sagt der Richter. Okay. Cindy hat 659 PS, also über 100 mehr. Dazu einen Kompressor. Wenn Feuerwehrmann Clement den Shelby krass gefunden hat, was sagt er dann erst zur Z06? Boah, das zieht. Der Druck der US-Rakete ist phänomenal. 881 Newtonmeter, der V8-Kompressor. Es ist brutal, wie man sagt. Das ist brutal. Brutal. Die Corvette zündet den Nachbrenner. Gratuliere, 8,0. 8,0? 8,0. Das war aber wirklich stark. Yes, high five. Die böse Wette hat den Mustang eiskalt verblasen. Entsprechend gut ist die Laune an Bord. Wir haben 9,5 Sekunden gebraucht. Sie grinst sehr breit. Clement, mach mir keine Schmerzen, bitte. 8,0. 8,0? Anderthalb Sekunden. We are the champion. Ja, 8,0. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe dann ein Fahrzeug besorgt, was ich seit Jahren kenne, was ich seit Jahren fürchte, respektiere und wo ich jedes Mal Gänsehaut drin kriege, wenn ich den Motor anmache und losfahre. 5 Uhr morgens. Zeit für einen Corvette-Killer. Aber Showroom und Werkstatt sind abgegrast. Matthias sucht im Keller des Autohauses und findet eine Schlange mit ganz gemeinen Giftzähnen. Was ist es, Leute? Hm? Seit 24 Jahren rammt sie ihre Spitzenbeißer in den Asphalt. Die Dodge Viper. Ein dicker Zehnzylinder mit gewaltigen 8,4 Litern Hubraum. Sie ist die letzte ihrer Art. Nach dieser Generation ist definitiv Schluss. 649 PS hinterlassen tiefe Krater. Wenn ein Sportwagen den Titel Giftschlange verdient, dann dieser spektakuläre US-Donnerbolzen. Wow, wow, wow. Sie fühlt sich immer noch so genauso grobschlächtig an. Wie die alte Viper.
einfach nur, das ist die brutale amerikanische Macht auf vier Rädern. Matthias setzt auf pure Gewalt gegen die brachiale Corvette Z06. In dieser einzigartigen Nacht fällt die Entscheidung auf dem Flugplatz. Eine Mutprobe ohne klare Sicht auf Auslaufzonen oder das Ende der Startbahn. Mit derart viel Druck an der Hinterhand buchstäblich ein Himmelfahrtskommando. Trotzdem hat einer Spaß. Alter, diese Viper geht wie die Feuerwehr. Diesen Speed braucht es auch gegen die Überkorvette. Eine Herausforderung für beide Piloten. Rad an Rad geht es gleich volles Rohr durch die Dunkelheit. Matthias und Cindy steht ein Rennen bevor, das sie so noch nie gefahren sind. Na, Cindy? Ja, damit habe ich wirklich gefürchtet jetzt. Was sagst du zu meinem breiten Arsch? Ja, schön. Also, das wird ein hartes Rennen für uns beide. Was haben wir denn? Ein Viertelmeilrennen? So sieht's aus. Was geht? Im Dunkeln. Und auf nassem Untergrund. Und das mit über 1300 PS. Es ist der Höhepunkt eines unglaublichen Ritts durch die Dunkelheit. Der Showdown auf der Startbahn. Die Viper verspritzt ihr Hubraumgift. Die Corvette setzt auf die Kraft ihres dicken Kompressors. Wer lässt jetzt wen stehen? Also Viertelmeilrennen, ich denke, ich habe sowieso einen kleinen Vorteil, weil ich schon 24 Stunden von zum Beispiel Le Mans oder Nürburgring gefahren bin. Und in Le Mans 24 Stunden gefahren? Ja klar, und da fährst du komplett im Dunkeln und da hast du auch keine Beleuchtung von draußen. 3, 2, 1. Oh nein, das war, wow, das war krass. Und die wahnsinnige Traktion von dieser Viper, das ist unfassbar. Ah, mein Nerv. Wieso? Wie kann er so eine gute Traktion im Regen haben? Kann ich kaum glauben. Ich dachte mir, komm, da ist so ein Knopf am Lenkrad, da steht Launch Control drauf, den drückst du jetzt einfach mal und dann lässt du einfach mal die Elektronik machen. Was war das Ergebnis? Ich hatte Wheelspin ohne Ende, die Cindy ist losgefahren, hatte sofort Vorsprung. Ich dachte mir so, Alter, was geht denn hier? Einfach nur die Hinterräder. Dann bin ich vom Gas gegangen, hab den zweiten Gang reingemacht und dann bin ich so ungefähr gefühlt so an der Cindy vorbeigenommen. Es war unfassbar. Die zwei gelben Bonbons, Cindy. Ich würde sagen, damit ist eindeutig bewiesen, dass nicht deine Z06, sondern meine Viper das härteste, krasseste Gerät ist, was es beim Geiger gibt. Das hast du richtig ausgewählt. Das war krass. Es ist halb sieben, ne? Oh, schon. Ja. Ich glaube, wir sollten mal die Autos zurückbringen. Vier leere Tanks, 2300 PS von der Kette. Sowas geht nur nachts allein im Autohaus.